Ja, willkommen zur Vorlesung. Heute zum Thema Software testen. Und tatsächlich habe ich schon mal ganz kurz zumindest über das Testen gesprochen in der ersten Vorlesung. Da haben wir über diese Schaukeln gesprochen und da habe ich erklärt, dass im Software Engineering gibt es so verschiedene Akteure, die irgendwie mit der Software zu tun haben. Ja, da gibt es irgendwie den Kunden, der sagt, was er haben will. Dann gibt es einen Projektleiter, der irgendwas davon versteht. Dann gibt es jemanden, der überlegt, wie sollte eigentlich das System, was gibt es eigentlich für ein Problem zu lösen bei dem Kunden und wie könnte das System aussehen. Dann haben wir das implementiert, das hatten wir vor 2 Wochen und auch letzte Woche noch so ein bisschen, wie wir das mit Versionskontrolle unterstützen können. Und heute soll es um das Thema Testen gehen. Das machen wir in 3 Vorlesungsteilen. Im ersten Vorlesungsteil möchte ich euch so einen Einblick geben, was bedeutet das eigentlich Testen? Das ist ja so ein relativ weicher, weiter Begriff. Da werden wir eine Reihe von Begriffen kennenlernen und die alle fallen irgendwie unter Qualitätssicherung. Ja? Das heißt, wir reden heute darüber, wie wir die Qualität von Software untersuchen können, wie wir sie sichern können, was überhaupt Qualität ist von Software. Danach reden wir dann über 2 konkrete Verfahren, wie man Software testen kann in der Praxis. Das sind 2 gängige Verfahren, die werden auch häufig kombiniert. Und da sollte quasi mitnehmen, wie man überhaupt erstmal vorgehen kann. Und wir werden es auch an einem ganz konkreten Beispiel sehen. Und ihr sollt auch nachher sogar selbst noch Testfälle analysieren und gucken, wie gut die eigentlich sind. Gut. Beim Thema Testen, ich weiß, das ist jetzt nicht so ein beliebtes Thema, wenn ich irgendwie über Corona spreche, aber Donald Trump hat Folgendes von sich gegeben während der Corona-Pandemie im Mai. If we didn't do any testing, we would have very few cases. So, damit war er damit ziemlich in den Schlagzeilen. Natürlich war es in der Corona-Pandemie, dass Länder, die engmaschige Tests haben, auch mehr positive Fälle haben. Das heißt aber nicht, dass man quasi keine positiven Fälle, keine Ansteckungen hat, weil man nicht testet, sondern dass man dann mehr hat. Da hat er natürlich schon einen Punkt gehabt daran. Ihr merkt vielleicht, ich habe immer mal so Vorbilder in der Softwaretechnik, das gehört nicht dazu, zu den Vorbildern in der Softwaretechnik, deswegen als Karikatur dargestellt. Wir haben aber auch ein Vorbild, das ist Andy Hunt. No one in the brief history of computing has ever written a piece of perfect software. It's unlikely that you will be the first. Es gibt keine perfekte Software. Es gibt immer nur so ein Kontinuum zwischen ganz schlecht und ganz gut. Und wir wollen eben möglichst weit zu diesem ganz gut hinkommen. Aber, und das werden wir heute auch sehen in vielen Facetten, dass Qualität sozusagen ist nicht einfach nur, tritt ein Fehler auf, gibt es Fehlermeldungen, sondern es gibt viel mehr. Gut, Softwarequalität. Ich lasse euch das kurz lesen. Gut, also wir haben hier 2 Begriffe. Das eine ist Qualität, das heißt, es umfasst alles, was irgendwie sagt, wie gut ist das Produkt für seinen Zweck. Ja? Computerprogramme sind dazu da, irgendwelche Probleme zu lösen, reale Probleme typischerweise. Und diese realen Probleme, werden die jetzt gelöst durch das Computerprogramm? Ja, wenn ich ein Betriebssystem zum Beispiel nicht starten kann, dann kann es halt nicht seinen Zweck erfüllen, dass ich auf diesem Betriebssystem andere Programme ausführe. Gut, das ist halt Qualität. Ja? Das sind ganz viele verschiedene Eigenschaften und wir meinen immer die Gesamtheit. Ja? Wenn wir von der Qualität von der Software sprechen, dann meinen wir irgendwie alles zusammen. Und Qualitätssicherung sind eben alle Maßnahmen, alle Aktivitäten in der Softwaretechnik, die dazu da sind, um die Qualität zu erhöhen. Gut, dazu habe ich ein Zitat für euch. Ich blende mal gleich alles ein. Also Qualität von Software ist beeinflusst von den Erwartungshaltungen. Ja? Also die Nutzer haben eine gewisse Erwartungshaltung an die Software und eine Sache ist, je nachdem, ob sie jetzt Geld bezahlen oder nicht für die Software, haben sie eine andere Erwartungshaltung, wie gut die Qualität sein sollte und andererseits, je nachdem, wie neu diese Software ist. Wenn irgendein System neu auf dem Markt ist, dann bin ich eher bereit, irgendwie Softwarefehler oder eine mangelnde Qualität in Kauf zu nehmen, wohingegen, wenn ein System schon lange auf dem Markt ist, dann gehe ich davon aus,
dass die Software da stimmt. Das heißt, dann habe ich eine höhere Erwartungshaltung. Gut, das ist also, sind also wichtige Aspekte, wenn wir irgendwie über Qualität reden, weil das ist offensichtlich subjektiv und es hängt von vielen Faktoren ab, ja? Was eine gewünschte Qualität auch ist, wo Nutzer sagen würden, die Qualität stimmt hier bei dieser Software oder stimmt eben nicht. Und jetzt habe ich schon gesagt, dass das Qualität ganz viele Facetten hat und ich möchte euch jetzt die Facetten anhand von Beispielen erläutern. Und die Idee, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ihr sollt nachher selbst Beispiele dafür finden. Ja, das heißt, ihr könnt jetzt schon versuchen, bei den Beispielen zu folgen, aber auch gleich schon mal zu überlegen, habt ihr vielleicht eigene Beispiele auch im Kopf, die ihr dazu kennt. Erstmal ist die Frage, macht das System, macht diese Software eigentlich das, was sie soll? Ist sie funktionell? Und da ist die Frage, ist sie vollständig? Kann ich irgendwie alles mit der Software machen, was ich damit machen möchte? Funktioniert sie korrekt? Gibt es vielleicht irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren? Ist sie angemessen? So, vollständig könnte zum Beispiel sein, ich habe eine Software, mit der kann ich irgendwie chatten und ich kann Nachrichten verschicken, ich kann Nachrichten schreiben, ich kann Smileys auswählen, ich kann die Nachrichten verschicken, ich kann Sprachnachrichten verschicken, aber ich kann vielleicht keine empfangen. Dann wäre sie nicht vollständig und wäre dementsprechend auch nicht irgendwie benutzbar. Jetzt kann es was anderes geben. Es kann sein, dass ich zwar Smileys auswählen kann und kann die bei mir schön anzeigen, aber der Empfänger bekommt sie nicht angezeigt. Dann ist quasi, ja, weil es da vielleicht irgendwie gerade ein Problem gibt, dann kann es sein, dass es ein Problem mit der Korrektheit gibt. Also ist die Frage, macht die Software eigentlich das, was sie machen soll? Immer mehr und immer entscheidender wird die Frage, ist das eigentlich alles sicher, was da passiert? Und mit sicher meinen wir hier das englische Wort Security, also sicher vor Angriffen. Da ist zum Beispiel die Frage, kann ich dem eigentlich vertrauen? Also ist die Person, die mir vorgibt, eine andere Person zu sein, die mir irgendwie eine Nachricht schreibt, ist das eigentlich auch die Person, die da geschrieben hat? Gibt es Login-Mechanismen oder Ähnliches, die dafür sorgen, dass nur diese Person schreiben kann? Ja? Wir sehen immer weiter Verbreitung von Zwei-Faktor-Authentifizierung auf verschiedenen Arten. Ja? Also teilweise bekommt man vielleicht eine E-Mail, da hat sich gerade jemand eingeloggt, wenn du das warst, ist okay, wenn du es nicht warst, dann bitte aktiv werden. Das ist Zwei-Faktor-Authentifizierung, die so nachgelagert ist, so ein bisschen asynchron und teilweise kennt ihr das aber auch, dass man nochmal einen QR-Code irgendwie eingeben muss, ihr habt euch länger irgendwo nicht eingeloggt, ihr müsst dann nochmal einen Code zugeschickt bekommen auf die E-Mail-Adresse oder Ähnliches und müsst ihr wieder eingeben. Das sind also Möglichkeiten, quasi die Sicherheit zu erhöhen und da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die, was dann so Facetten dieser Sicherheit sein können, bei dem Chat-Programm eben die Frage, schreibt wirklich diese Person? Oder können Angreifer mitlesen? Gut, dann haben wir die Verlässlichkeit von Software und das ist gewissermaßen eher das Gegenstück quasi, nicht Sicherheit vor Angriffen, sondern ist die Software eigentlich auch sicher an sich, also funktioniert die eigentlich auch so. Da ist zum Beispiel die Frage, ist es klar, dass in Software irgendwie Fehler passieren? Wie gut kann die Software selbst mit ihren Fehlern umgehen? Es wäre relativ ungünstig, weil wenn bei jedem kleinsten Problem in der Software von einem Fahrzeug, die ganze Fahrzeugsoftware sagt, ich muss jetzt neu starten. Ja, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin mit 120 Kilometern pro Stunde und das Auto sagt, ich brauche jetzt einen Neustart und ich reagiere erst wieder in 30 Sekunden, dann habe ich ein Problem. Was es dafür tatsächlich gibt bei den Automobilen, ist, wenn die das feststellen, dann gehen die in einen extra Modus. In dem Modus kann ich nur noch maximal 50 km/h fahren, und kann noch lenken, kann bremsen, kann die wichtigsten Fahrfunktionen machen, aber kann vielleicht das Navi nicht mehr hören oder so. Ja. Aber wir wollen quasi, dass das System mit Fehlern sinnvoll umgehen kann und die Fehler können teilweise vom Benutzer sein, ja, dass irgendwie eine falsche Eingabe ist, die so nicht sinnvoll ist. Das kann aber auch teilweise sein, dass es eben Programmierfehler sind oder Fehler, die sich aus der Umgebung ergeben. Ein Beispiel wäre, wir wollen immer mehr vernetzte Fahrzeuge haben. Die Fahrzeuge kommunizieren vielleicht mit Ampeln, mit anderen Fahrzeugen. Und da können natürlich auch von anderen Fahrzeugen mal fehlerhafte Daten kommen. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht das Fahrzeug damit um? Ja, dann sollte nicht die komplette Software hängen bleiben. Gut, dann haben wir auch sowas wie Verfügbarkeit. Ja, gerade so beim Thema Webservices. Es gibt irgendwo eine Webseite, dann ich beauftrage damit jemanden und die entwickeln nicht nur den Webservice, sondern die betreiben den auch. Dann gibt es typischerweise Garantien, dann sagen die, der Webservice ist 99,9 online oder sowas. Ja? Dann heißt das,
Es ist eingeplant, dass es eine gewisse Zeit gibt, wo man nicht verfügbar ist, aber typischerweise ist er verfügbar und teilweise sind dann vertraglich solche Garantien sogar für die Verfügbarkeit, Englisch Availability, angegeben. Gut, dann haben wir Usability. Das ist quasi alles, ob ich die Software eigentlich gut verwenden kann. Ja? Wenn wir jetzt auf Apps gucken, wir hatten in der ersten Vorlesung, hatte ich euch gezeigt, dass WhatsApp wahrscheinlich eine der häufigsten installierten Apps ist im Android Marketplace, dann kann man davon ausgehen, dass da die Usability wahrscheinlich ganz gut ist. Ja? Wenn die Hälfte der Menschheit diese App benutzen kann, dann kann die Usability da nicht so schlecht sein. Wohingegen man vielleicht bei mancher anderer Software dann fragen kann, wie gut die Usability da ist. Das ist nämlich insbesondere die Frage, wie intuitiv ist das? Ja? Also brauche ich jedes Mal eine große Bedienungsanleitung, um die Software zu verwenden? Wenn es irgendwelche Konventionen gibt, dass der OK-Button links ist und der Abbrechen-Button rechts, dann kann es sein, dass Nutzer, sobald ich das vertausche, immer auf den falschen Button klicken und haben dann die falsche Aktion gemacht. Ja, das heißt, Usability ist viel über Nutzerinterface, wie kommuniziert quasi das System mit dem Nutzer. Gut, dann haben wir Kompatibilität und da sehen wir hier in der Zentralübung tatsächlich relativ viel in der Richtung Kompatibilität, weil wir auf verschiedenen Betriebssystemen unterwegs sind. Ihr habt euch teilweise für andere IDEs als Eclipse entschieden. Und immer ist die Frage, funktioniert eigentlich alles genauso? Ja, also heute habe ich viel gesehen in der Übung, dass zum Beispiel wir eine Anleitung geschrieben haben, ihr sollt git-version eingeben und auf manchen Betriebssystemen muss man halt git-version eingeben. Und da muss man das eben wissen. Es geht aber nicht nur darum, was muss ich anders machen, sondern es ist auch die Frage, funktioniert irgendwas überhaupt? Ja? Da ist zum Beispiel die Frage, wenn eine Bank jetzt sagt, ich brauche einen TAN-Generator und TANs werden nur generiert über eine App. Und diese App gibt es nur in dem offiziellen Android Marketplace und die gibt es nur unter App als iOS-App. Dann habe ich quasi diese zwei Apps zur Verfügung, aber wenn ich kein Smartphone habe, was eins dieser zwei Betriebssysteme hat, dann kann ich diese App nicht nutzen. Dann ist sie eben nicht kompatibel mit einem anderen Betriebssystem, dann schließe ich vielleicht auch Personen aus. Gut, dann ist die Frage, wie effizient ist das System? Ja, also wenn ich jedes Mal auf die TAN irgendwie, es ist ein super sicheres Verfahren, aber ich muss auf meinem Endgerät vielleicht 2-3 Minuten warten, dann ist es vielleicht nicht ausreichend. Gut, dann gibt es noch die Wartbarkeit. Wir haben übernächste Woche eine eigene Vorlesung, wo wir über Wartbarkeit oder Wartung in der Softwareentwicklung etwas detaillierter sprechen. Aber schon mal so ein kleiner Überblick. Die Frage ist, ist das eigentlich modular? Wenn ihr euch ein System vorstellt, in der Größe wie die Fahrzeugsoftware von einem modernen Fahrzeug oder von einem Flugzeug oder ähnliches, dann ist die Frage, wenn das alles in einer Java-Klasse stehen würde, dann wäre es nicht sonderlich übersichtlich. Ja? Die Klasse hätte dann mehrere Millionen Zeilen und da würde sich keiner mit zurechtfinden. Das heißt, die erste Frage ist schon mal, kann ich es irgendwie in Teile zerhacken? Habe ich vielleicht mehrere Dateien, habe ich mehrere Ordner und kann ich mir irgendwie eine Struktur überlegen? Das meinen wir mit Modularität. Dann haben wir irgendwie Wiederverwendbarkeit. Wir wollen halt vielleicht nicht bei jedem Fahrzeug wieder von Grund auf die Verschlüsselung neu implementieren oder die Kommunikation zum Server, sondern wir wollen da Sachen einmal implementieren und wiederverwenden. Und dann ist auch die Frage, wie gut kann ich das abtesten, was ich da entwickelt habe, aber da sprechen wir heute im Detail noch drüber. Gut, und dann gibt es noch Portierbarkeit. Da ist die Frage, wie gut kann ich das System auf anderen, vielleicht vorher nicht vorhergesehenen Systemen laufen lassen. Also eine App wurde für Windows 10 entwickelt, kann ich die auf Windows 11 portieren, kann ich die da auch laufen lassen, kann ich sie überall installieren, kann ich sie vielleicht auch ersetzen durch eine andere App. Gut, das heißt, wir haben einen großen Strauß von Techniken und ihr seht anhand von meinen Beispielen auch, das ist nicht so einfach, dass man sagt, irgendwie die Qualität stimmt oder die Qualität stimmt nicht. Es ist ein großes Kontinuum und für jede dieser einzelnen Sachen kann man sagen, vielleicht funktioniert die Software korrekt und sie ist super nutzbar, aber sie hat einfach Sicherheitslücken. Ja? Und es gibt einfach da einen großen Angriffsvektor. Gut, jetzt gibt es noch eine andere Einteilung, noch zusätzliche Qualitätsmetriken, die über die Qualität im Gebrauch gehen, also nicht über das Produkt selbst, sondern wenn das Produkt dann benutzt wird, was passiert dann eigentlich? Da ist zum Beispiel die Frage, wie effektiv oder effizient ist das System?
erstmal effektiv, können die Nutzer eigentlich damit arbeiten? Können die eigentlich ihr Problem lösen, was sie eigentlich lösen wollen? Und wie effizient können sie das tun? Da kann jetzt zum Beispiel sein, es ist zwar schön, wenn die Software effizient läuft und wenn die einfach schnell ist und wenn die einfach immer innerhalb von wenigen Millisekunden reagiert, dann ist zwar die Software schnell, aber wenn der Nutzer 10-mal irgendwo klicken muss, für was, wo er in dem alten System davor nur einmal klicken musste, dann ist der Nutzer halt langsamer. Ja, und das meinen wir mit dieser Gebrauchsqualität oder Englisch Quality in Use, ist eigentlich der Nutzer noch genauso effektiv, können Nutzer noch die gleichen Dinge machen mit der Software und andererseits, wie effizient sind sie damit? Gut, dann ist die Frage, wie zufrieden sind auch die Nutzer, finden sie das nützlich, haben sie ein Vertrauen in die Software und das kann verschiedene Faktoren haben, warum man das Vertrauen hat oder eben nicht hat. Ist es auch angenehm? Wie angenehm eine Software zu benutzen ist, das ist natürlich vielleicht nicht bei jeder App jetzt unbedingt ersichtlich. Aber wenn wir zum Beispiel über einen Online-Shop nachdenken und die Webseite, den Webservice dahinter als sozusagen Software ansehen, dann ist eben schon die Frage, wie entscheidend für so einen Store verbringen die Kunden gerne Zeit auf dieser Webseite. Shoppen sie da gern, weil je mehr Zeit sie da verbringen, desto besser ist das nachher für den Shop. Insbesondere, wenn sie natürlich auch noch was bestellen. Gut, welche Risiken haben wir? Und da geht es natürlich darum, wie wenig Risiken habe ich. Wir wollen eigentlich Freiheit von eben gewissen Risiken haben. Es gibt ökonomische Risiken, Risiken für Mensch und Leben und welche gegenüber der Umwelt. Das wäre jetzt zum Beispiel denkbar bei der Software für ein Kernkraftwerk. Gut, ist jetzt nicht mehr so ein aktuelles Beispiel in Deutschland, aber noch in anderen Ländern. Wenn wir da die Software hernehmen und da gibt es einen Fehler in der Software, dann kann der im schlimmsten Fall dazu führen, dass es zu einer Kernschmelze kommt und das ganze Kernkraftwerk nicht mehr kontrolliert werden kann. Und das hätte dann Auswirkungen auf die Umwelt. Ja, das wäre jetzt ein so ein Extrembeispiel. Ein anderes Beispiel für Mensch und Leben kann sein, wenn ich ein Flugzeug habe und da gibt es irgendwie Fehler, dass die dann dazu führen, dass Menschen oder Tiere da auch umkommen können. Und ökonomisch ist sozusagen alles, was Risiken sind, die daraus entstehen, dass es Softwarefehler gibt und man nachher Strafzahlungen machen muss, weil es vielleicht Gerichtskosten gibt, wo irgendwie Kunden sich einen Teil Entschädigung quasi für diese Fehler wieder erstreiten. Da kommen wir später nochmal zu einem Beispiel. Und zwar gibt es da einen Fall von Toyota, die Strafzahlungen machen mussten für Fahrzeuge, weil sie schlechte Softwaretechnik benutzt haben, intern. Ja, das heißt, da gibt es nachher Gutachter, die haben in einem Gerichtsprozess sich den Quelltext angeguckt und haben geguckt, mit diesem Quelltext, mit das quasi alles, was ich euch so im Laufe des Jahres oder des halben Jahres erzähle an Softwaretechniken, Praktiken in der Softwaretechnik, wurde fast alles ignoriert und dann mussten die eben große Strafzahlungen leisten, nicht nur, weil die Softwarequalität nicht gestimmt hat, sondern auch, weil sie gar nicht hätten zu einer guten Softwarequalität kommen können. Gut, und das Letzte ist, wie gut wird der Kontext abgedeckt? Kann ich eigentlich in dem Kontext gut damit arbeiten? Bin ich flexibel damit? Kann ich das System so einsetzen, wie ich es möchte? Auch das wieder ein großer Strauß. Und nochmal zur Erinnerung, es gibt quasi einen großen Strauß von Sachen, die alle das Produkt selbst betreffen. Und dann unterscheiden wir nochmal verschiedene Sachen, die eher die Interaktion von dem Kunden mit dem System betreffen. Gut, also schlechte Softwarequalität kann natürlich durchaus an einem einzelnen Programmierer auch liegen, dass der irgendwie mal einen Fehler macht und hier irgendwie so eine Fehlermeldung schreibt und weiß, eigentlich sollte die gar nicht auftauchen. Tatsächlich sind aber viele Fehler, die Programmierer sich nicht gut abgesprochen haben, weil gar nicht klar war, was die Anforderungen nachher sind. Soll ich das noch auf anderen Betriebssystemen nutzen können oder nicht? Das heißt, Qualität ist deutlich vielfältiger. Gut, jetzt gibt es Software-Testen. Lass mich das kurz lesen.
Also mit Software-Testen wollen wir nachweisen, dass das System das tut, was es soll. So, wenn wir das nochmal einmal auf die Corona-Pandemie zurückschieben. Die Idee von dem Testen war, herauszufinden, wie schlimm ist es gerade, die Situation, aber auch quasi das einzuschränken und herauszufinden, wann mal irgendwo jemand infiziert war. In dem Fall, wir sind schon daran interessiert, irgendwie Fehler zu finden mit dem Testen, das ist ein Punkt, aber wir wollen auch einfach nachweisen, dass das System eine gute Qualität hat und alle diese verschiedenen Kriterien erfüllt, die ich davor genannt habe. Jetzt gibt es Validation Testing. Demonstrate to the developer and the customer that the software meets its requirements. Also Anforderungen, sprechen wir später noch ein bisschen detaillierter drüber. Ich habe euch schon eine Anforderung genannt bei den Schaukeln. Zum Beispiel könnte der Kunde gesagt haben, ich möchte auf zwei verschiedenen Höhen auf der Schaukel schaukeln können. Ja, das kann eine Anforderung sein und Validation Testing ist die Idee. Dann setzen wir jetzt da eine Person drauf und wir müssen gucken, ob die auf zwei verschiedenen Höhen schaukeln kann und da bequem sitzen kann. So, das können wir also nachgucken und das soll sowohl für den, der die Software produziert, als auch für den, der die Software später dann nutzt oder kauft, soll das quasi erkennbar sein. Jetzt gibt es eine andere Art vom Testen, die im Entgegensatz zum Validation Testing ist. Lass ich euch kurz lesen. Also bei Defect Testing wollen wir eher darauf aufmerksam machen, wo gibt es dann Fehler. Wir wollen Fehler identifizieren, dann im Idealfall finden wir die Fehler, bevor wir die Software ausgeliefert haben, bevor wir sie verkauft haben, weil typischerweise je später wir diese Fehler finden, desto teurer werden die. Ich hatte vorhin das Beispiel, dass man unter Umständen ja auch Gerichtskosten oder ähnliches oder Strafzahlungen später hat, wenn die Software nicht passt. Gut, das Thema Validation ist noch interessant, weil es gibt eigentlich zwei Sachen, Validation und Verification, die werden auch häufig verwechselt, sind aber was völlig anderes. Und um das klar zu machen, haben wir die beide mal mit einer Frage postuliert, die sich aber kaum unterscheidet, fühlbar. Are we building the right product? Das ist die Frage bei Validation und bei Verification, are we building the product right? So. Und man kann sich jetzt vorstellen, vielleicht bauen wir ja eine Schaukel, die perfekt ist. Die Schaukel ist an sich richtig, aber es ist gar nicht das, was der Kunde haben wollte. Der Kunde wollte einfach eine völlig andere Schaukel haben. So, dann ist die Frage, dann bauen wir vielleicht ein falsches Produkt. Und jetzt kann es aber auch sein, wir bauen die Schaukel schon so, wie das der Kunde eigentlich haben wollte, aber sobald er sich ein Kind draufsetzt, bricht es durch, weil es nicht stabil genug ist. Ja, dann ist es quasi nicht gut genug. So, das heißt, es ist immer die Frage, bauen wir das Richtige oder bauen wir es richtig? Jetzt gibt es noch einen anderen Blick auf das Testen, nämlich, und da kommen wir später in einer späteren Vorlesung, in der zweiten Semesterhälfte noch mal ein bisschen detaillierter drauf, ist die Frage, wann wir testen, nämlich wir können während der Entwicklung testen. Ja, das macht ihr jetzt schon mit dem Taschenrechner, wenn ihr irgendwas verändert habt, dann führt ihr den noch mal aus und guckt, ob der noch geht. Ja, das ist Development Testing. Dann gibt es Release-Testing. Da ist quasi die Idee, sobald ich eine Version davon veröffentlichen möchte, dann habe ich davor noch mal eine Phase, wo ich etwas intensiver teste, wo ich vielleicht ganze Testteams darauf loslasse bei einer größeren Software, wo ich vielleicht sogar wochenlang nur teste. Da habe ich mal von einem interessanten Fall gehört, von Kommilitonen, mit denen ich früher zusammen studiert habe. Und die haben gesagt, die waren in einer kleinen Firma. Das waren so 10 Mitarbeitende. Und die haben alle Vierteljahr ihre Software veröffentlicht. Jetzt haben die aber nicht irgendeine Software geschrieben, sondern die haben Medizinprodukte entwickelt zur Tumorerkennung. So, und die haben jetzt quasi entwickelt, die haben 2 Monate entwickelt und dann haben sie den letzten Monat oder die letzten 2 Wochen nichts anderes gemacht, als die Software testet, und zwar alle in dem Team. Ja, um einfach sicher zu gehen, dass die Software wirklich keinen Schaden anrichtet später, gibt es einfach eine gewisse Phase, die einfach nur dafür da ist, jetzt nochmal zu gucken, gibt es irgendwelche neuen Fehler, haben wir irgendwelche Fehler neu eingebaut, funktioniert alles, was vorher funktioniert hat, immer noch. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich ausgeprägt, auch je nachdem, in was für Domäne man irgendwie Software entwickelt. Gut, und dann gibt es User-Testing, das heißt, die Nutzer, die das später irgendwie testen, oder die das später auch nutzen würden, dass die das quasi testen. Und damit meine ich nicht, dass wenn Microsoft und Co. oder Adobe Acrobat quasi neue Versionen rausgeben und einfach alle Menschen loslassen da drauf und das testen, sondern eher, das ist das quasi, wenn ich explizit
ein paar Leute aus der potenziellen späteren Nutzergruppe rausgreife und sage, ihr bekommt eine Vorversion, ja, das, ihr habt vielleicht Vorteile davon, ich bin der Erste, der das Spiel spielen kann oder einer von der ersten Gruppe, die das Spiel spielen können, aber an der Stelle ist das System vielleicht noch nicht ganz so stabil. Oder ich kann es vielleicht kostenlos spielen und sonst müsste ich Geld bezahlen. Also das ist User-Testing. Gut, das lasse ich euch kurz lesen. Gut, und da hat sich tatsächlich viel getan in den letzten 20, 30 Jahren. Man versucht immer mehr, dass alle Tests automatisiert ablaufen. Ja, ich habe da schon mal ein bisschen was zu erzählt in einer der letzten Vorlesungen. Wir wollen natürlich irgendwie nicht bei jeder Änderung, die wir an der Fahrzeugsoftware machen können, können wir wieder das ins Auto spielen und wieder jemanden damit rumfahren lassen. Das können wir nicht machen, zumal es wahrscheinlich hunderte von Änderungen täglich gibt an der Fahrzeugsoftware. Das heißt, wir müssen versuchen, möglichst viel zu automatisieren. Man muss viele Tests schon irgendwie automatisiert ausführen können, aber ganz ums manuelle Testen werden wir nicht drum herum kommen. Insbesondere dieses User-Testing, wenn ich ein Computerspiel anguckt oder ähnliches, dann muss es da einfach reale Nutzer geben, die dann nochmal mit dem Spiel spielen und dafür gibt es dann eben vielleicht eine Alpha- oder Beta-Version zum Testen. Gut, wir werden jetzt in der Vorlesung über eine Reihe von Techniken sprechen, mit der wir die Qualität sicherstellen können und die unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie an das Problem rangehen, ob sie konstruktiver Natur sind, also vom Kern her einfach Probleme schon vermeiden wollen, die vielleicht später irgendwann auftreten könnten. Dann gibt es analytische Verfahren, das heißt, die gucken sich das an, was da ist und versuchen darin irgendwie Fehler zu finden. Und dann gibt es organisatorische, das heißt, wir können überlegen, vielleicht ist ein Team mit 100 Personen nicht so geeignet, um Software zu entwickeln, sondern wir sollten kleinere Teams haben und sowas kann dann auch für die Qualität zugänglich sein, zuträglich sein. Wir haben schon über konstruktive Verfahren gesprochen. Das sind die, die ihr beim Praktikum gerade umsetzt. Ich habe auch vorhin ein paar gesehen, die hier schon fleißig den Taschenrechner verbessert haben. Zum Beispiel die Programmierrichtlinien. Ja, einfach, dass wir bestimmte Bezeichner verwenden, dass der Code aufgeräumt ist, dass wir den Code nachvollziehen können und ähnliches. Wir werden auch in der nächsten Vorlesung noch ein bisschen was kennenlernen, was auch konstruktiver Natur ist. Da ist die Idee, das soll in der Zukunft Fehler vermeiden, dass ich jetzt den Code verbessere, dass ich bestimmte Mechanismen anwende. Gut, das Organisatorische, das schieben wir mal noch ein bisschen nach hinten. Da kommen wir in der zweiten Semesterhälfte noch drauf zu sprechen. Wie können wir eigentlich Projekte so managen? Was sollten Manager beachten? Was sollten Projektleiter beachten, um Qualitätssicherung sicherzustellen? Was wir uns in der heutigen Vorlesung angucken, ist Folgendes. Bei dem analytischen Verfahren versuche ich, das, was da ist, dessen Qualität mehr zu untersuchen. Und das kann ich auf zwei Arten machen, nämlich einmal ohne das Programm auszuführen, einmal indem ich das Programm ausführe. So, wenn ich das Programm nicht ausführe, kann ich den Compiler drüber jagen. Ja, ihr arbeitet gerade mit den Java-Projekten und der Java-Compiler beschwert sich vielleicht, wir hatten vorhin Fälle, wenn ich irgendwo was umbenannt habe, dann werden andere Identifier nicht mehr gefunden von der Klasse. Dann sind das Compiler-Fehler und natürlich sind das einfach Fehler, die ich schon beheben kann. Manchmal seht ihr vielleicht auch Warnungen. Die Warnungen können auch irgendwie auf was hinweisen, was in der Zukunft vielleicht mal Probleme macht. Das ist also eine Möglichkeit, Fehler zu finden im Programm, ohne es auszuführen. Eine andere Möglichkeit, und die besprechen wir gleich noch etwas detaillierter, sind Code-Reviews. Da ist die Idee, dass ein Mensch drauf guckt auf das Programm, ohne es auszuführen und das Programm sozusagen in dem Programm versucht, Fehler zu finden. Gut, und dann können wir es ausführen. Und wenn wir das Programm ausführen, dann ist natürlich die Frage, mit was für Eingaben führen wir das Programm aus? Wo kommen die Eingaben her? Wie bestimme ich diese Eingaben? Und da reden wir nachher noch detaillierter über das Whitebox- und Blackbox-Testen, was zwei verschiedene Verfahren sind, wie wir entscheiden können, welche Eingaben wir reingeben in das Programm. Gut, Code-Reviews sind der de facto Standard. Das ist jetzt nichts Akademisches, was ich euch jetzt hier vorstelle, sondern es ist eher was, was sich aus der Praxis heraus entwickelt hat und was inzwischen Teil von Vorlesungen ist. Und zwar hat sich herausgestellt, dass man bestimmte Sachen in Programmen halt einfach nur findet, wenn da nochmal ein anderer Mensch drüber guckt.
Ja? Ich kann vielleicht ein Programm haben, was irgendwie eine Methode sortiert und dann sortiert es diese Methode. Ich probiere das mit verschiedenen Eingaben und es kommt immer das Richtige raus. Aber wenn einfach ein Nutzer drauf guckt, dann sieht er vielleicht, naja, vielleicht funktioniert die Sortiermethode nicht, wenn das Array noch nicht initialisiert ist. Oder vielleicht funktioniert die Sortiermethode nicht, wenn ich nur ein Element reingebe. Und sowas kann ich in dem Quelltext erkennen, indem einfach ein anderer erfahrener Entwickler auf den Quelltext drauf guckt. Das geht typischerweise nicht, wenn man selbst drauf guckt, weil man betriebsblind ist. Ja? Wenn ich einfach 2 Tage an was programmiert habe und gucke da selbst drauf, kann ich natürlich auch nochmal kritisch drauf gucken, aber die Idee ist schon, dass das eine andere Person ist und das Code-Review dann durchführt. Gut, typischerweise gibt es da irgendwelche Checklisten, dass man sagt, wurden die Programmierrichtlinien eingehalten, die für das Projekt gelten, ist es alles richtig formatiert, sind alle Bezeichner in englischer Sprache, wurden die Parameter vielleicht überall geschickt überprüft und derlei Sachen. Dann vielleicht auch, habe ich irgendwie, und da sprechen wir nächste Woche noch ein bisschen detaillierter drauf, habe ich vielleicht unverständliche Teile im Code, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja, dann kann jemand, der das Code-Review macht, sagen, hier, das kann ich nicht abhaken, ich kann diese Methode nicht nachvollziehen, die andere Person geschrieben hat. Die andere Person muss erst den Quelltext so verändern, dass ich den auch nachvollziehen kann. Gut, also insbesondere, um das alles zu ermöglichen, kann man das eben nicht selbst machen. Die Programmierer, das können nicht irgendwelche Personen sein. Also ich kann da nicht irgendeinen Manager hinsetzen und der muss jetzt den Code irgendwie kontrollieren. Der muss natürlich programmieren können. Das Feedback sollte zeitnah kommen und konstruktiv sein. Zeitnah, weil wenn ich das Feedback erst nach 4 Wochen gebe, dann ist der Entwickler schon wieder raus bei dem, was er programmiert hat. Ja? Und ihr könnt das tatsächlich bei euch hier einsetzen. Ihr seid im Paar bei den Praktikumsaufgaben. Ihr könnt das, was der andere vielleicht auch mal allein programmiert hat, könnt ihr quasi euch angucken und könnt dazu Feedback geben. Es sollte konstruktiv sein. Es sollte quasi nicht so sein, dass man sich über den Code von einem anderen lustig macht oder ähnliches oder eben sagt, ja, du kannst halt nicht programmieren. Ja, davon, dass ich jemandem sage, er kann nicht programmieren, kann er halt den Code nicht verbessern. Ja, ich muss konkrete Hilfestellungen geben, wie kann dieser Code verbessert werden. So, und insbesondere funktioniert das nur, wenn die Änderungen, die ich gemacht habe, klein genug sind, als dass sie sich jemand angucken kann. Ich kann jetzt nicht einfach für ein Jahr entwickeln und das dann jemandem anders geben und dann erwarten, dass die Person alles von diesem einen Jahr, den ganzen Code lesen kann und da drin Fehler finden kann, sondern man macht das in kleinen Häppchen, also ich sage mal so, das, was man so in 1-2 Tagen programmiert hat, vielleicht sogar weniger, das wird dann erstmal wieder kontrolliert von anderen. Gut, und das ist ein de facto Ding, ich lasse euch das kurz lesen, was GitHub dazu schreibt, inzwischen sieht es ein bisschen anders aus auf der Webseite. Ja, insbesondere ist ja die Frage, wann mache ich das jetzt eigentlich? Ja, guckt die zweite Person schon drüber, bevor ich den Commit absetze. Und tatsächlich macht man das in der Praxis so, dass man durchaus mehrere Commits hat. Dann ist man irgendwann an einem Punkt, ja, ihr bei dem Praktikum seid an dem Punkt, wo ihr sagt, jetzt bin ich fertig und jetzt will ich das abgeben. Und in der Praxis wäre es dann so, dass dann nochmal andere Leute drüber gucken und hier jetzt illustriert, ne, da gibt es Kommentare, das wird eingearbeitet, da gibt es Kommentare, es wird wieder eingearbeitet. Das heißt, es gibt nochmal eine Reihe von Commits, nachdem das eigentlich schon fertig war, um einfach die Codequalität zu verbessern, um vielleicht potenzielle Fehler in der Zukunft irgendwie zu verhindern. Gut, und erst dann wird es in die Hauptentwicklung emergen. Und hier sehen wir auch nochmal ein Beispiel, ja, für Versionsverwaltung und Branches, haben wir schon darüber gesprochen, dass wir eben an einer gewissen Stelle branchen, an einer gewissen Stelle wieder mergen. Gut, das war relativ ausführlich, aber es war eben ein Einblick in das Thema Softwarequalität. Was hat das alles für Facetten? Wie können wir das eigentlich sicherstellen? Was gibt es da für Begriffe, die da wichtig sind? Es waren erstmal eine Reihe von Begriffen und ihr habt ein bisschen Zeit, da mit den Begriffen sozusagen zu jonglieren. Jetzt auch das Versprechen, die nächsten beiden Teile werden nicht so begriffslastig. Da gibt es nur eine Reihe von Begriffen, sondern da gucken wir eher auf konkrete Beispiele. Wie kann ich wirklich testen, gegeben eine konkrete Methode?
Gut, die Idee ist jetzt aber, dass ihr euch nochmal mit Qualität von Software auseinandersetzt und ihr sollt Beispiele überlegen, wo ihr vielleicht Software benutzt habt und ihr gesagt habt, die Qualität hat da nicht ausgereicht und ihr sollt selbst klassifizieren, was für eine Art von Qualität hat nicht ausgereicht. Ja, und idealerweise findet ihr sozusagen all diese verschiedenen Arten von Qualität. Ich habe die hier nochmal für euch zusammen aufgelistet. Die Idee wäre halt sozusagen, wenn ihr es schafft, für alle diese 8 verschiedenen Arten der Qualität ein Beispiel zu finden, wo die Qualität vielleicht mal nicht erreicht hat. Gibt es Fragen dazu? Gut, ansonsten ist das jetzt eine gute Möglichkeit zu gucken, wo wisst ihr jetzt vielleicht noch nicht, was mit dieser Qualitätsart gemeint ist oder nicht, und euch das gegenseitig schon mal zu erklären. Ansonsten, wie immer gilt, ihr könnt Fragen stellen und wir gehen ein bisschen mit rum und diskutieren mit. Gut, dann nehmen wir uns so 5 Minuten dafür. So, wir würden dann weitermachen. Ich würde erst mit einem Zitat starten von Dijkstra. Program testing can be a very effective way to show the presence of bugs, but it is hopelessly inadequate for showing their absence. Also, was bedeutet das? Wenn wir testen, können wir damit entweder zeigen, dass die Software so grob das erfüllt, was sie soll, ja, also dass die Qualität gegeben ist. Wir können vielleicht auch zeigen, dass es gewisse Fehler hat, aber wir können damit nicht nachweisen, dass dieses Programm keine Fehler hat. Und das werden wir gleich an ein paar kleinen Beispielen sehen, warum das nicht geht. Kurzum, wir können nicht alle Eingaben testen. Oder mit anderen Worten, Testing leads to failure and failure leads to understanding. Und das ist tatsächlich auch so der Punkt, ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Corona und dann höre ich auch auf, über Corona zu reden. Die Idee war dann natürlich auch herauszufinden, wie schlimm ist eigentlich gerade die Pandemie? Müssen wir irgendeinen Lockdown beschließen? Müssen wir irgendwie reagieren für die Politiker? Und dafür brauchten sie natürlich überhaupt erstmal ein Verständnis, wie schlimm die Situation ist. Auf die Softwarewelt übertragen, auch da muss ein Projektmanager überlegen, können wir so weitermachen wie bisher oder müssen wir irgendwie was ändern? Ne? Ich kann nicht mich vielleicht nach einem Monat dann schon die Reißleine ziehen und überlegen, was muss man vielleicht beim Entwickeln ändern, damit man in Zukunft keine Fehler mehr hat oder weniger Fehler. Gut, da reden wir über Testfälle und die Frage ist so ganz grob, so ein Testfall ist quasi, ich gebe gewisse Eingaben rein in das Programm und gucke, wie es sich verhält. Da haben wir erstmal noch, bevor wir zu Testfällen kommen, den Begriff vom systematischen Test. Ein systematischer Test ist ein Test, in dem wir festlegen, wie die Umgebung aussieht, also wie das Programm in seinen aktuellen Zustand kommt, auf welchem Betriebssystem ich das Programm starte und ähnliches, wo ich die Eingaben systematisch wähle. Das heißt, ich überlege mir irgendwie, was sind dann gute Eingaben, und da reden wir jetzt den Rest der Vorlesung heute noch drüber. Und die Ergebnisse werden dokumentiert. Das heißt, wenn ich fertig bin mit dem Test, dann schreibe ich auf, das Programm hat sich so und so verhalten oder es wird vielleicht auch automatisch festgehalten und dann wird es verglichen mit Kriterien, die ich vor der Testausführung festgelegt habe. Das heißt, ich lasse jetzt nicht den studentischen Mitarbeitern in dem Auto fahren, in den Prototypen und lass den rumfahren und frag den danach, hat es dir gefallen? Und er sagt, jo, hat mir gefallen. Und dann ist der Test bestanden, sondern man hat vorher eine Liste von konkreten Kriterien, war die Lenkung intuitiv, war man hat vielleicht konkrete Sachen wie lang war der Bremsweg bei folgenden Witterungsbedingungen, bei einer Vollbremsung oder ähnliches. Das heißt, man hat konkrete Werte, die man ermittelt. Und die muss man natürlich zu irgendwas vergleichen. Das heißt, ich muss mir auch immer überlegen, was ist denn der Zielwert?
wie lang darf dann dieser Bremsweg maximal sein? Und wer sich jetzt fragt, was Bremsweg, was hat das mit Software zu tun? Ja, ganz viel, weil in vielen Fahrzeugen wird mittlerweile sowohl Gas geben als auch Bremsen wird elektronisch gesteuert. Das heißt, da sitzt Software dazwischen und insbesondere so ein Anti-Blockiersystem kann das eben beeinflussen. Gut, jetzt gibt es Testfälle, lasse ich euch wieder kurz lesen. So, wir haben einen Test und in dem Test gibt es mehrere Testfälle. So, jetzt sitzt die Person im Auto, jetzt muss sie das Auto anmachen. Und da kann der erste Testfall sein, mache das Auto an und kontrolliere, ob folgende Lampen in dem Display einmal angehen und danach wieder ausgehen. Ja, es gibt so eine Reihe von Kontrollleuchten, die irgendwie vielleicht einmal angehen und dann wieder aus. Ich weiß nicht, ob das bei den neuen Fahrzeugen noch so ist, aber teilweise gibt es vielleicht sowas noch. So, das heißt, das ist ein Testfall und dann kann eben das nächste sein, dass ich jetzt einen Gang einlege und anfahre. Ne? Das sind jetzt vielleicht dann zwei Testfälle und in jedem Fall würde ich irgendwas dabei noch ermitteln. Wichtig ist dabei, dass ich immer die erwarteten Ergebnisse auch habe, dass dann in diesem Testfall auch drinsteht, folgende Symbole im Armaturenbrett sollten danach wieder erlöschen, folgende Sachen sollten passieren oder wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe, dann geht der Motor aus innerhalb von einer Sekunde oder sowas. Ja, und dann wäre das erwartete Ergebnis, dass der Motor ausgeht. Klingt vielleicht merkwürdig oder abgefahren, aber die Fälle gibt es, wo Fahrzeuge, obwohl man den Zündschlüssel ausgedreht hat, der Motor nicht ausgegangen ist oder die Parkbremse nicht reingeht beim Automatikfahrzeug. Also die Leute können dann das Auto nicht verlassen, bis jemand kommt. Gut, was ist jetzt ein vollständiger Test? Ein vollständiger Test ist ein Test, der alle Eingaben anguckt. Gucken wir uns an einem Beispiel an. Wir haben drei boolsche Werte, A, B, C und wir haben zwei Integer-Werte, I und J. Die Frage ist, kann ich vollständig testen, kann ich diese zwei Methoden vollständig testen? Und das rechnen wir einfach mal durch. Naja, die Methode bla hat drei boolsche Parameter, die kann ich jeweils auf true und false setzen. Wenn ich den ersten auf true setze, kann ich für den zweiten noch entscheiden, setze ich den auf true oder false, kann jeweils für den dritten noch entscheiden, setze ich den auf true oder false. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten für den ersten Parameter, mal zwei für den zweiten, mal zwei für den dritten, habe also insgesamt acht Möglichkeiten, wie ich True und False übergeben kann dieser Methode. Ja? So, also das sind acht mögliche Eingaben, das können wir testen, das ist kein Problem. Wie sieht das mit den zwei Integer-Werten aus? Na, das ist ein bisschen mehr, was da rauskommt. Wir haben nämlich 2 hoch 32 mögliche Integer-Werte für den einen Integer-Wert und das Ganze hoch 2. Das heißt, wir haben 10 hoch 19 mögliche Eingaben. Jetzt können wir uns ausrechnen, wir können vielleicht irgendwie sowas wie 1 Million Eingaben, können wir vielleicht irgendwie sinnvoll noch testen. Also wobei, ich habe das hier genauer ausgerechnet, genau. Angenommen, wir können 10 hoch 9 Testfälle ausführen in einer Sekunde. Das heißt, die CPU muss mal wenigstens 1 Gigahertz haben, ja, weil normalerweise sagt das, das ist eine Instruktion und nicht unbedingt ein Testfall, aber das ist wenigstens das. Dann bräuchten wir 585 Jahre, um diese eine Methode zu testen mit 2 Integer-Parametern. Und wenn die 3 Integer-Parameter hätte, dann könnte ich es überhaupt nicht mehr testen. Das heißt, was uns das sagt, ist, dass wir haben ja tausende von Methoden in den Systemen. Wir haben auch zig Änderungen pro Tag. Wir können nicht alle Kombinationen durchtesten. Ja? In der Praxis müssen wir uns einfach darauf beschränken, dass wir gewisse Eingaben uns raussuchen, für die wir Systeme testen. Und dass es hinreichend wahrscheinlich ist, dass wir alles gesehen haben dabei. Gut, und dabei geht es im Testfallentwurf. Testfallentwurf ist also die Idee, dass wir uns Testfälle entwerfen, dass wir uns überlegen, was sind geeignete Testfälle. Lasst ihr euch kurz das Ziel lesen. Also, wir wollen den Aufwand reduzieren und möglichst viele Fehler finden. Ja, ich möchte also möglichst wenig Testaufwand haben, möglichst wenig Testfälle haben, weil jeder Testfall irgendwie Aufwand erzeugt. Und was dabei wichtig ist, ist zwischen zwei verschiedenen Testfällen zu unterscheiden, nämlich positiven wie negativen. Und positiv bedeutet hier in dem Fall, dass ich einen Fehler gefunden habe. Also ein Testfall ist eben dann erfolgreich, ist positiv, ein Testfall ist positiv, wenn er einen Fehler findet.
Wenn der Testfall einen neuen Fehler gefunden hat, den noch kein anderer Testfall vorher gefunden hat, dann ist er erfolgreich. Wir sind nicht daran interessiert an positiven Testfällen, sondern wir sind daran interessiert an erfolgreichen Testfällen. Weil was nützt es mir, wenn ich 10 Testfälle habe, die aber immer die gleichen Fehler nur finden? Ja, dann könnte ich mir die vielleicht sparen, dann könnte ich vielleicht nur einen von denen nehmen. Und deswegen ist diese Unterscheidung sinnvoll in positive und erfolgreiche. Also, ein idealer Testfall ist repräsentativ, das heißt, es gibt viele Eingaben, die genau die gleichen Fehler gefunden hätten, ist fehlersensitiv, das heißt, er hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, auch tatsächlich einen Fehler zu finden, wenn ein Fehler da ist, und nicht redundant, das ist eben dieser Unterschied zwischen erfolgreich und positiv, das heißt, testet nicht nochmal genau das ab, was auch andere Testfälle schon machen. Und wir werden uns jetzt angucken, wie können wir diese Testfälle so erzeugen, dass sie möglichst repräsentativ, möglichst fehlersensitiv und möglichst nicht redundant sind. Und dafür gibt es prinzipiell 3 Arten. Das eine ist erfahrungsbasiert. Das ist ein bisschen schwierig. Ja? Dafür müsst ihr irgendwie 20 Jahre in der Praxis arbeiten, in dem Testteam, und dann habt ihr die Erfahrung. Das kann ich euch nicht vermitteln. Was ich euch aber vermitteln kann, ist, dass wir die Struktur angucken. Das heißt, wenn wir gucken gleich auf ein Java-Programm drauf, und in dem Java-Programm können wir gucken, was ist denn da so drin? Und je nachdem, was da so drin ist, erzeugen wir Testfälle dazu. Das ist strukturbasiert und dann gibt es noch spezifikationsbasiert. Das heißt, wir gucken nicht in das Programm rein, sondern wir gucken nur in die Spezifikation von dem Programm. Nämlich zum Beispiel in das große Anforderungsdokument, was wir irgendwo rumliegen haben. Ja? Oder in den Vertrag. In dem Vertrag steht drin, dieses System soll Folgendes machen. Und dann versuche ich das eben zu testen, was da drin steht in diesem Dokument. So, und das sind auch die 2 Vorlesungsteile jetzt. Wir gucken also jetzt auf das strukturbasierte Testen, was auch als Whitebox-Testen bekannt ist, und im letzten Teil der Vorlesung auf das Blackbox-Testen. Gut, eine kleine Motivation für ein Beispiel. Ich fand das ganz interessant, und zwar gab es irgendwann mal eine Übersicht. In verschiedenen Programmiersprachen bedeuten folgende 4 Statements, wo mit dem Modeloperator bedeuten, unterschiedliche Dinge. 13 modulo 3 ist in jeder der untersuchten Programmiersprachen 1. Das ist schon mal schön. Aber es gibt auch welche, minus 13 modulo 3 ist in manchen Programmiersprachen minus 1 und in anderen 2. 13 minus 3 ist entsprechend in den jeweils anderen Programmiersprachen entweder positiv oder dann negativ. Und das Ganze haben wir dann auch noch mit den negativen Zahlen. Und da sind sich auch wieder alle Programmiersprachen einig, was da passiert. Gut, jetzt könnte es sein, ich brauche aber einen Modeloperator, der die anderen Zahlen berechnet, der zum Beispiel immer ein positives Ergebnis liefert, aber das habe ich hier nicht bei diesen Optionen. So, jetzt habe ich mir eine Methode überlegt, habe die implementiert, das ist sie, ja, da steht so eine kleine JavaDoc-Spezifikation, aus der kann man quasi ein HTML-Dokument generieren, in der dann drinsteht, was die Methode tut. Und darunter steht quasi so ein Code und da gibt es noch so ein paar Kommentare, die können wir jetzt erstmal ignorieren, die helfen uns nachher so ein bisschen die Struktur von dem Programm zu verstehen. Was macht das Programm? Na, das guckt, ob das b kleiner 0 ist, falls ja, rechnet es mal minus 1, also macht das b quasi positiv. Und dann gibt es hier eine Schleife und die Schleife wird eben so lange durchlaufen, es wird so lange zu dem Wert, den ich reingebe, das A wird quasi der Wert B abgezogen oder draufgerechnet, bis ich nachher bei meinem Modulo-Wert angekommen bin. Gut, und jetzt die Frage, habe ich das jetzt richtig implementiert? Ja, funktioniert das jetzt eigentlich? Das wollen wir jetzt herausfinden. Vielleicht haben ein paar von euch schon irgendwie Fehler gesehen, aber die Idee ist ja, dass wir das jetzt irgendwie systematisch herausfinden. Ja? Also eine Möglichkeit wäre jetzt ein Code-Review. Ich lasse euch jetzt hier alle 10 Minuten drauf gucken und danach gucken wir, welche Fehler ihr gefunden habt. Und wir wollen jetzt aber andere Techniken nehmen, nämlich wir wollen das Programm ausführen. Whitebox-Testen. Was machen wir da? Wir nutzen die innere Struktur von dem Testobjekt. Das Testobjekt ist in dem Fall unsere Java-Methode. Das heißt, wir gucken uns die Java-Methode an und gucken uns an, was da so drin vorkommt. Und eine prinzipielle Idee ist, wir wollen halt jedes Element, was da irgendwie in diesem Programm ist, wollen wir wenigstens einmal gesehen haben. Wir wollen es wenigstens einmal ausgeführt haben. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ich ein großes Programm habe und führe von diesem Programm irgendwie nur 1% des Quelltextes aus und 99% wurden nie ausgeführt, dann ist relativ wahrscheinlich, dass wenn in diesen 99% Fehler sind, dass ich die nicht finde. Das heißt, ich versuche eigentlich alles mal auszuführen. Das ist so ganz plakativ gesagt. Das heißt, was wir aber in mehreren Schritten machen, ist, wir erzeugen gleich einen Kontrollflussgraphen. Das klingt abgefahren, ist relativ einfach.
Und dann erzeugen wir aus dem konkrete Eingaben, also sowas für A und B setze ich folgende konkreten Werte ein. Und die kriege ich quasi aus dem Kontrollflussgraphen in mehreren Schritten. Wie sieht das aus? Wir nehmen uns jetzt diese Methode und hier hinten habe ich schon so nette Zahlen dran geschrieben, die sollen uns helfen zu verstehen, was die Struktur ist, denn tatsächlich sind das alles Instruktionen, die irgendwann ausgeführt werden, aber die müssen immer in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden. Wenn ich in der Zeile 1 bin, wo kann ich danach hinspringen? Naja, das hängt davon ab, ob der Wert hier wahr wird oder falsch wird. Wenn er wahr wird, springe ich zu 2. Wenn er falsch wird, springe ich hier weiter und dann bin ich bei 3. Ja, und das sind diese beiden Pfeile, die wir hier angegeben haben. Wenn ich die Zeile 2 ausgeführt habe, springe ich immer zur Zeile 3. Ja, da gibt es keinen Unterschied. Immer wenn ich hier bin, springe ich danach zur Zeile 3 und das sehen wir hier. Es gibt also von dem Knoten 2 im Kontrollflussgraphen gibt es quasi nur eine Kante, die ausgeht. Ich gehe dann immer hier hin. Nach der 3 kommt immer die Zeile 4. Nach der 4 gibt es wieder Unterschiede, nämlich entweder die Schleifenbedingung ist nicht mehr erfüllt, dann springe ich raus, oder die Schleifenbedingung ist erfüllt, dann springe ich rein. Und von 5 springe ich auch immer zu 4. Ja? Immer wenn ich das hier ausführe, wird diese Zeile hier oben noch einmal ausgeführt und erst dann springe ich wieder raus. Was wir jetzt haben, ist ein Kontrollflussgraph und den können wir jetzt gut als Eingabe nutzen, um zu gucken, haben wir alles mal gesehen. Und ganz grob als Agenda, wir gucken uns jetzt erst an, wie können wir dann alle Knoten mal gesehen haben in diesem Graphen und danach gucken wir uns an, wie können wir dann alle Kanten mal gesehen haben, also alle Pfeile. So, das könnte also ein konkreter Testfall sein und der hätte also 2 und 5 nie ausgeführt. Das heißt, wenn ich hier irgendeinen Fehler drin habe, selbst wenn der immer passiert, wenn ich diese Zeile ausführe, dann kann ich den gar nicht finden mit diesem Testfall. Und das Ganze ist bekannt als Anweisungsüberdeckung. Das heißt, jede Anweisung, ja, das waren die Knoten in unserem Graphen, die möchte ich wenigstens einmal sehen. In einem Testfall muss die auftauchen. Das muss nicht ein Testfall sein, der alles abdeckt, das geht nicht immer. Aber jede Anweisung soll in einem Testfall abgedeckt sein. Gut, in der Praxis kommen wir da nicht immer auf 100%. Ich habe vorhin euch diesen XKCD gezeigt mit dieser Fehlermeldung von dem Entwickler, der sagt, eigentlich dürfte das hier nicht erreicht werden. Diese Fälle gibt es in der Praxis, wo man das einfach nicht provozieren kann, dass man an dieser Stelle landet, dass man in diese Fehlersituation kommt und deswegen nicht immer auf 100% kommen kann. Gut, dann gibt es Zweigüberdeckung. Das heißt, hatte ich eben schon gesagt, wir wollen alle Kanten mal sehen. Das heißt, an jeder Stelle, ja, das If, das kann eben von der Verzweigung, kann ich eben entweder reingehen in die Verzweigung oder ich kann es überspringen und ich möchte beides mal gesehen haben. Das heißt, sobald ich so eine Verzweigung drin habe, brauche ich schon mal mindestens 2 Testfälle. Ich brauche einen, der mal reingeht und ich brauche einen, der drüber hinwegspringt bei der Verzweigung. Gut, und dann gibt es noch Termüberdeckung. Das ist ein bisschen komplizierter, aber das erkläre ich nachher nochmal im Detail. So, jetzt gucken wir uns das an. Also, wir haben jetzt unser Stück Quelltext hergenommen und haben jetzt diesen Graphen erzeugt. Ja, das ist der Kontrollflussgraph. Man muss sich eben überlegen, was sind dann diese Anweisungen hier drin? Hier haben wir euch jetzt einfach mal geholfen. Hier stehen jetzt quasi schon Zahlen dran. Mit denen können wir das jetzt nachvollziehen, was in diesem Graph auftaucht. So, jetzt kann ich mir irgendwas überlegen, wie ein Pfad aussehen könnte in diesem Kontrollflussgraph. Ja, und unser Ziel ist jetzt, wir wollen möglichst viel sehen, ja, wir wollen möglichst viel dieser Knoten besuchen. Das heißt, ich muss anfangen bei 1, ja, das ist quasi sowieso der Einsprungspunkt, dann gehen wir doch danach zur 2. Ja, das heißt, und wenn ich mich entscheide, zur 2 zu gehen, dann gehe ich auch automatisch zur 3 und zur 4 danach. Da gibt es keine andere Wahlmöglichkeit mehr. Was wir jetzt allerdings schon wissen, ist der Testfall, muss dann also einen Wert für B kleiner als 0 enthalten. Ich muss also den zweiten Parameter übergeben mit einem Wert, der kleiner als 0 ist, um überhaupt hier reinspringen zu können, sonst würde ich ja die 2 nicht sehen. Wir überlegen uns also einen Pfad in dem Kontrollflussgraphen. Wir überlegen uns einen logischen Testfall und logisch, weil das ist noch keine konkrete Eingabe. Ich sage jetzt noch nicht, das muss, ich nehme minus 5 oder so, ja? Sondern ich nehme noch keine konkrete Eingabe, sondern ich liste erstmal Formeln auf, die nachher alle erfüllt sein müssen. Weil vielleicht gibt es nachher noch andere Bedingungen an B.
Gut, das heißt, wir machen hier mal weiter und an der Stelle 4 können wir wieder eine Entscheidung fällen. Und da ich ja möglichst alle Knoten sehen will, bin ich jetzt hier auch wieder reingegangen und habe gesagt, ich möchte 5 sehen und danach 4. Was wir da dann wissen, ist, dass folgende Bedingung erfüllt sein muss. Das a muss dann größer sein als minus b. Und das ist nicht ganz leicht zu sehen. Wir geben hier ein b rein. Das b wird aber an dieser Stelle verändert. Ja? Aus dem negativen b, was ich reingegeben habe, ja, das ist ein negatives b, kommt hier ein positives b. Und diese Schleife wird nur dann durchlaufen, wenn das m größer ist als dieses negative b, als das veränderte b. Und deswegen, da wir allerdings bei diesem logischen Testfall uns immer nur auf die Eingaben beziehen, die ich vorher reingegeben habe, das ist nicht so schlimm, wenn ihr jetzt noch nicht gleich folgen könnt, das muss man ein bisschen durchdenken, dann muss ich hier quasi minus b schreiben, weil den Parameter, den ich reingegeben habe, der war ja negativ, wird in diesem Schritt positiv. Und wir machen den jetzt hier auch positiv. Wenn ich also, wenn das a größer war als minus b, also a größer als der Betrag von dem b, dann wird die Schleife hier durchlaufen, weil dann m den Wert von a bekommt. Das heißt, hier steht a, a größer und hier steht nicht b, sondern hier steht minus b, weil es hier vorne negiert wurde. Das ist also die Formel, die ich hier ermittle. Und jetzt möchte ich an der Stelle wieder rausspringen, das heißt, ich möchte nur einen Schleifendurchlauf haben und möchte dann wieder rausspringen, das sagt der logische Testfall, ja, ich möchte von der 4 dann zur 6 springen, dann muss die folgende Gleichung hier erfüllt sein, ich muss quasi in diesem Bereich sein, damit ich rausspringen kann. Jetzt können wir das noch nicht ausführen. Ja, ich brauche ja irgendwelche Eingaben, konkrete Eingaben für das Programm, um das ausführen zu können. Das heißt, die müssen wir uns jetzt überlegen. Und das ist jetzt nicht ganz einfach. Ja, da muss man auf diese Formeln drauf gucken. Ihr hattet das alle in irgendeiner Form, so Gleichungen, Ungleichungssysteme in der Schule. Das ist nicht so, dass es hier jetzt nur eine mögliche Lösung gibt. Typischerweise gibt es viele Lösungen. Ihr müsst eigentlich nur einen Testfall angeben, für den diese Formeln erfüllt sind. Ja, in dem Fall habe ich jetzt hier gesagt, okay, das b soll minus 3 sein, das ist kleiner als 0. Und dann muss eben der Wert für a muss so gewählt sein, dass er eben größer ist als minus b, also größer als 3 und deswegen 5. Und dann können wir gucken, dass 3 plus 5 muss kleiner sein. Jetzt muss ich da nochmal kurz drüber nachdenken. Achso, ja, hatte ich einen Denkfehler. Das 5 minus 3, ja, sind wir ja bei 2. 2 muss kleiner sein als 3. Das heißt, auch die letzte Formel ist erfüllt. Gut, ganz wichtig, wenn wir Testfälle aufschreiben, geht es nicht nur um die Eingaben, sondern wir müssen auch überlegen, was ist das erwartete Ergebnis. Ja, und ihr erinnert euch, wir hatten hier eben diese Tabelle, ich mache die nochmal auf. Das sind die erwarteten Ergebnisse in den Programmiersprachen. Aber ich wollte ja jetzt immer positive Werte haben. Ja? Und der positive Wert, der da an der Stelle rauskommen soll, lautet 2. Ich würde eben erwarten, dass wenn ich 5 modulo minus 3 rechne, dass da 2 rauskommt. Gut, jetzt können wir das ausführen auf dem Programm und tatsächlich stellen wir fest, das Programm hat das richtig ausgerechnet und die Frage ist, was wissen wir jetzt? Naja, wir wissen, dass wir haben jetzt alle Anweisungen mal sehen in dem Programm. Und haben eine konkrete Eingabe reingegangen und für die Eingabe haben wir keinen Fehler gefunden. Mehr wissen wir jetzt auch noch nicht. Wir wissen nicht, ob das jetzt für alle Eingaben funktioniert. Insbesondere könnte es ja ein Problem geben, was immer auftritt, wenn ich den Fall hier überspringe. Es könnte quasi ein Problem geben, immer wenn ich ein positives B reingebe, dann passiert irgendwas, ja, weil das nicht richtig initialisiert ist oder so, könnte es quasi immer ein Problem geben. Und das macht die Zweigüberdeckung, Englisch Branching Chain Coverage. Was wir jetzt einfach machen ist, wir nehmen jetzt mal den ersten Testfall her. Der Kontrollflussgraph und der Pfad da drin sieht so aus. Und wir wollen uns jetzt einen zweiten Testfall überlegen, sodass wir auch die fehlenden Pfeile mit abdecken. Gut, aber das ist relativ simpel, weil da gibt es nur einen Pfeil. Das ist der Pfeil von der 1 zur 3. Das heißt, ein möglicher Pfad wäre, wir springen von der 1 zur 3 zur 4. Und von der 4 springen wir zur 6, damit es jetzt hier nicht so kompliziert wird. Also 1, 3, 4, 6. Wir können wieder diese Formeln aufsammeln. Was muss erfüllt sein? Naja, der Wert für b muss größer gleich 0 sein. Und wir können konkrete Werte eingeben, zum Beispiel b gleich 5 und a gleich 0.
Und ganz wichtig, auch da bei jedem Testfall immer wieder das Ergebnis mit auflisten, was wir erwartet hätten. Gut, auch der Testfall läuft tatsächlich durch. Für das Beispiel, ja, man kann die Ergebnisse reingeben oder die Eingaben reingeben und man kommt genau zu diesem Ergebnis. Nur ein Hinweis für die, die schon ein bisschen weiter sind. Wir haben hier so einen Operator drin, der heißt Ternäroperator. In diesem Beispiel haben wir das vereinfachend jetzt einfach mal als eine Zeile, als einen Knoten in diesem Kontrollflussgraph angegeben. Wenn man das möchte, könnte man den auch noch in drei verschiedene Knoten zerlegen, in einen für diese Verzweigung und in zwei für den Senn- und den Else-Fall. Haben wir jetzt aber hier ignoriert. Gut, und jetzt ist die Frage, erfüllt es auch Term-Coverage? Und das habe ich vorhin noch nicht erklärt. Was bedeutet Term-Coverage? Um beide Verzweigungen zu erreichen, ja, müssen wir bei einer Verzweigung einmal reingehen, wir müssen einmal wahr bekommen und einmal falsch bekommen. Jetzt ist es aber so, es kann sein, dass ein Fehlerzustand nur dadurch zustande kommt, dass wir verschiedene Terme haben und die zusammen kommen mal auf True oder die zusammen kommen mal auf False. Term Coverage greift jetzt da an und sagt, an jeder Stelle, wo es eine Verzweigung gibt und es gibt einen Term, der aus mehreren logischen Teilen zusammengesetzt ist, dann möchte ich für jeden dieser logischen Teile möchte ich mal wahr und mal falsch sehen. Das haben wir an der Stelle sowieso schon erfüllt. Ja? Das heißt, wenn wir Verzweigungs-Coverage oder Zweigüberdeckung haben, dann ist das automatisch erfüllt, dass auch Termüberdeckung erfüllt ist, weil wir haben hier keinen komplexen Ausdruck. An der Stelle hingegen haben wir komplexe Ausdrücke. Wir haben hier einen Ausdruck und hier einen Ausdruck und wir wollen jetzt alle Kombinationen sehen. Und da können wir jetzt gucken, welche haben wir denn schon drin in dem Programm. Gut, also wir haben hier m kleiner 0 stehen und das kann quasi nicht erfüllt sein. Und wir haben das m größer b. Und das, kann, ne, das sagt dieses nicht hier, ja? Also das hier soll falsch sein, das hier soll wahr sein. So, das haben wir schon drin, das ist der erste Testfall. Der erste Testfall springt einmal in die Schleife rein und das heißt, diese Schleifenbedingung ist quasi erfüllt, ist die linke Seite ist falsch, ja? Der Wert war nicht kleiner, sondern der war größer als das. Das heißt, die rechte Seite ist wahr, die linke Seite ist falsch. Was wir auch schon mit drin hatten, ist, dass beide falsch werden. Also wir hatten im zweiten Testfall, haben wir halt den Fall, dass die linke Seite, dass beide Seiten, dass insgesamt der Ausdruck falsch wird. Das heißt, wir springen nie rein in die Schleife. Ja, das sagt uns ja auch der Kontrollflussgraph. Wir springen nicht von der 4 zur 5. Das heißt, beide Teile müssen falsch gewesen sein. Den Fall haben wir so auch abgedeckt. Jetzt gibt es noch zwei andere Fälle für die Termabdeckung, nämlich für die linke Seite müssen wir quasi den Wert wahr bekommen und für die rechte Seite sowohl wahr als auch falsch. Da gibt es einen Fall, der erstmal nicht möglich scheint. Da kommen wir im dritten Vorlesungsteil noch drauf. Und jetzt müssen wir quasi noch einen Testfall bauen, der Wert kann nicht gleichzeitig kleiner 0 sein und größer als b sein. Das geht nicht. Werden wir aber nachher sehen, dass das doch möglich ist. Und hier an der Stelle, den Fall wollen wir jetzt noch abdecken. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Testfall, um diese vierte Kombination noch abzudecken. Wie sollte also der Fall aussehen? Wir bauen uns wieder erstmal diesen Pfad im Kontrollflussgraphen und wir sagen jetzt, naja, wir wollen ja hier unten was abdecken. Ja, wir wollen von der 4 zur 5 springen, aber unter speziellen Bedingungen. Das heißt, wir nehmen erstmal 1, 3, 4 als den Pfad an. Jetzt springen wir zur 5. Allerdings unter der folgenden Bedingung, dass der Wert von a kleiner als 0 ist. Ne? Wir sehen hier, das soll wahr werden, das soll nicht wahr werden. Das heißt, Wert a kleiner 0 würde uns quasi in den Fall reinführen, dass das hier true wird und das hier false wird. Gut, jetzt wollen wir auch bloß wieder einmal die Schleife durchlaufen. Ne? Das sehen wir hier, von der 5 springen wir zur 4, springen wir zur 6. Also 4, 5, 4, 6. Das heißt, die Schleife wird nur einmal durchlaufen. Das ist nur der Fall, wenn wir danach in diesem Bereich wieder drin sind. Gut, und jetzt können wir uns wieder versuchen, konkrete Werte zu überlegen. Also das b muss ja diesmal größer gleich 0 sein. Jetzt haben wir 5 genommen und der Wert von a soll kleiner sein als 0. Also nehmen wir hier minus 2.
Und mit diesem Testfall, ja, das erwartende Ergebnis ist 3, mit diesem Testfall haben wir jetzt auch die Term Coverage erreicht. Das ist erstmal relativ schwer zu folgen, aber nichtsdestotrotz sollte es ja erlernen, was das bedeutet. Die anderen beiden sind in der Praxis tatsächlich deutlich wichtiger, dass man überhaupt alle Anweisungen abdeckt und alle Zweige abdeckt. Gut. In dem Teil ging es also um systematische Tests, um vollständige Tests. Vollständige Tests gehen im Wesentlichen nicht in der Praxis. Das heißt, wir müssen uns immer überlegen, wie wir damit umgehen. Die Testfälle sollen repräsentativ sein. Ja? Wir wollen also nur ein paar Eingabewerte nehmen, wir wollen nur ein paar Testfälle haben, aber wir wollen möglichst trotzdem alle Fehler finden oder viele Fehler finden. Sie sollen also fehlersensitiv sein und die sollen natürlich auch nicht alle die gleichen Fehler finden, also nicht redundant sein. Und wenn wir diese Testfälle aufstellen, können wir das nach Erfahrung machen. Das lernt ihr vielleicht noch in der Praxis und das passiert auch an vielen Stellen in der Praxis noch. Oder wir können das basierend auf der Struktur machen, also auf dem Java-Programm. Und wir gucken uns gleich noch an, was wir noch nutzen können. Und jetzt gibt es eben diese verschiedenen Arten von Coverage. Und wir haben jetzt eine praktische Aufgabe für euch. Ihr sollt nämlich jetzt die Modulo-Module nochmal angucken. Wir haben euch in Pingo dafür zwei Testfälle aufgelistet und ihr sollt überlegen, was für eine Coverage hat das eigentlich. Und ich weiß nicht, Max, was haben wir eingestellt? 5 Minuten, oder? Ja, genau. Wir würden euch jetzt 5 Minuten geben. Wenn ihr am Ende noch Zeit braucht, sagt bitte nochmal Bescheid, dann können wir überlegen, ja, ob wir da noch das weiter verlängern. Gibt es Fragen dazu? Gut, dann legt los. Ansonsten könnt ihr euch jederzeit melden. Wir sind wieder da, können auch noch Fragen dazu beantworten. Test. Ja, jetzt klappt es wieder. Gut, also die gute Nachricht ist, wir haben so ziemlich alle Antworten mal dabei. Ne? Das ist auch eine Art der Coverage. Aber leider ist tatsächlich nur eine Antwort richtig und das ist auch die, die hier am meisten verwendet wurde. Also diese 45% ist auch die richtige Antwort. Also, da müsst ihr jetzt nicht gleich verzagen. Das ist relativ schwer, das erstmal nachzuvollziehen. Es war jetzt wenig Zeit. Aber natürlich sind das auch typische Sachen, was wir nachher, wo wir euch hinbringen wollen. Wir wollen nachher, dass ihr auch in der Prüfung innerhalb kürzester Zeit entscheiden könnt, welche Art der Coverage ist das oder selbst Testfälle herleiten für eine solche Coverage. Aber ihr seht jetzt auch, ihr seid jetzt, wenn ihr das falsch lagt, seid ihr sogar eine Mehrheit. Also ihr habt da noch Zeit hinzukommen und es gibt auch noch Übungsaufgaben dazu. Gibt es noch Fragen dazu? Ansonsten gibt es natürlich noch jede Menge Möglichkeiten zu fragen. Gut, es sind jetzt bloß noch 5 Minuten. Ich würde euch jetzt zumindest noch kurz einen Einblick geben und wir machen dann da an der Stelle weiter nächste Woche. Und zwar Blackbox-Testen. Wann machen wir das? Na, insbesondere haben wir den Quelltext nicht immer zur Verfügung. Ja, es gibt Fälle, wo Software beauftragt wird, aber explizit der Quelltext eben nicht mit rausgegeben wird an den Kunden oder an den, der die Software bezahlt hat. Was dann passiert ist, also wir haben vielleicht irgendwelche Komponenten, die wir verwenden, für die der Source Code absichtlich nicht rausgegeben wurde. Wir haben vielleicht auch Quelltext, der obfuskiert wurde. Das macht man natürlich im Browser gern oder bei Skriptsprachen, ja, weil man möchte nicht sein ganzes Know-how rausgeben. Da gibt es gerade noch eine ganze Menge Diskussionspunkte. In 5 Minuten könnt ihr loslegen mit Reden, aber 5 möchte ich noch haben. Wo man den Code obfuskiert, das heißt, man macht ihn absichtlich unlesbar und manchmal ist es dann auch schwierig, tatsächlich solche Metriken anzuwenden oder Whitebox-Testen anzuwenden. Gut, es gibt vielleicht auch Sachen, die wir jetzt noch gar nicht mit drin hatten. Ja, also in der Spezifikation von der Methode standen nämlich Sachen drin, zu denen haben wir jetzt gar keine Testfälle. Das werden wir gleich an dem Beispiel noch sehen. Ungültige Eingaben haben wir insbesondere nicht getestet. Es gibt vielleicht welche, die gar nicht so gedacht sind, dass man die reingeben soll in die Methode
Und die können wir nicht unbedingt immer ableiten von dem Quelltext. Ja? Es gibt vielleicht Sachen, die übersehen wir, weil wir nur auf die Methodenimplementierung gucken und nicht auf die Spezifikation. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Die Fehler im Code sind nicht gleich verteilt, auch nicht gleich verteilt über Integerwerte. Es gibt zum Beispiel Studien dazu, die sagen, welche Integerwerte man eher in ein Programm geben sollte, um dann Fehler zu provozieren. Also wenn man 0, 1, minus 1 reingibt, ist es deutlich wahrscheinlicher, dass man Fehler provoziert in einem Programm, als wenn man 42 oder 45 reingibt. Gut, 42 ist vielleicht ein besonderes Beispiel, vielleicht ist da irgendein Easter Egg drin in dem Programm, wo man auch mal was findet, aber es gibt wirklich Fälle, und das werden wir gleich sehen, in welchen Fällen das passiert und wie wir diese besseren Zahlen quasi ermitteln können. Jetzt gibt es zwei Techniken, die bauen aufeinander auf. Das eine ist, es gibt ja eine ganze Reihe von Testfällen, die uns zu den gleichen Fehlern führen. Oder um es in der Terminologie vom Testen zu sagen, die sind alle erfolgreich, Verzeihung, die sind alle positiv, aber nur einer von denen ist erfolgreich, weil die führen mich zum gleichen Fehler. Das Ziel unserer Testsuite ist quasi, oder beim Testfallentwurf ist, dass wir möglichst viele erfolgreiche Testfälle haben, aber möglichst wenige positive, die nicht erfolgreich sind, die keine neuen Fehler aufdecken. Das heißt, wir wollen jetzt herausfinden, welche Testfälle haben sehr wahrscheinlich die gleichen Ausgaben oder finden die gleichen Fehler und von den Äquivalenzklassen wollen wir dann quasi nur eins testen, nur eine Eingabe. Gut, das heißt, die Annahme ist, äquivalente Testfälle, also Testfälle mit Eingaben, wo sich das Programm ähnlich verhält, die führen auch zu ähnlichen Ausgaben und das hängt tatsächlich von Expertise auch ab, diese Äquivalenzklassen geschickt zu bilden. Und das Zweite ist, jetzt habe ich schon gesagt, ne, es gibt so Eingaben, die vielleicht eher Fehler aufdecken. Und das sind Fehler, die an den Grenzen liegen von diesen Werten. Ja, wir haben zum Beispiel positive Integerwerte, wir haben negative und wir haben die 0. Und deswegen sind 1, 0 und minus 1 sind irgendwie Werte, die vielleicht interessant sind, mal reinzugeben in so ein Programm, weil sie eben genau an der Grenze liegen von einem Wertebereich, ja? Nämlich von den positiven Werten, wo sich die Modulo-Methode irgendwie verhält. Dann haben wir die negativen Werte, wo sich die Methoden in unterschiedlichen Programmiersprachen unterschiedlich verhalten. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall mal eine negative Zahl reingeben, eine positive. Und wenn wir über Modulo nachdenken, da wird im Prinzip ja durch eine Zahl geteilt, ist vielleicht auch noch sinnvoll, über Nullen nachzudenken, zumindest bei der Zahl, durch die wir teilen. Gut, was wir in der Praxis haben, ist, dass sowohl Whitebox- und Blackbox-Testen auch gern vermischt werden, zusammen benutzt werden und dass wir auch eben beim Blackbox-Testen beide Sachen nutzen. Erstmal Äquivalenzklassen bilden und dann in jeder Äquivalenzklasse möglichst mal den kleinsten und den größten Wert auch noch mittesten. Gut, jetzt gucken wir uns an, bei der Modulo-Methode, was heißt das? Wir würden also bei der Modulo-Methode nicht auf den Source-Code gucken, ja, und deswegen ist er hier auch komplett ausgeblendet. Es kann sein, dass wir den gar nicht zur Verfügung haben, sondern wir haben nur diese Doku. Ja, das könnte vielleicht auch ein HTML-Dokument, kann man daraus automatisch generieren. In dem könnte das drinstehen. Und jetzt überlegen wir uns für die quasi Äquivalenzklassen. Und die hatte ich schon angedeutet, die Äquivalenzklassen könnten eben sein, ich gebe eben für den Wert A Werte kleiner 0 rein, Werte größer als 0, für den Wert B kleiner als 0, größer als 0 und ich möchte vielleicht, dass die Ausgabe mal 0 wird oder mal größer als 0 und jetzt kommen wir noch zu einer neuen Ausgabe, die haben wir nämlich noch gar nicht abgetestet in den Tests davor, nämlich hier steht was von der Exception. Ja, diese Methode soll eine Exception werfen, wenn B gleich 0 ist. Das heißt, diese Ausgabe, die haben wir vorher gar nicht getestet, weil wir haben einfach reingeguckt, was das Programm tatsächlich macht und haben nur das abgetestet. Aber es sind Teile in der Spezifikation, die im Code sogar noch fehlen und auf die konnten wir mit Whitebox-Testen nicht kommen. Und wie wir jetzt da weitermachen, wie wir da jetzt zu konkreten Eingaben kommen, das gucken wir uns dann nächste Woche an. Ja, gut, nee, dann machen wir nächste Woche weiter. Gut, bis dann, ciao.